Ja, hallo und weiter geht's im fünften Part des Super NES Mini und direkt mit einem Schmankerl Super Metroid. Auch ein sehr, sehr geiles Game. Hat viele tausend Stunden Spaß gemacht und ich weiß ganz genau, wenn man alles schafft in dem Spiel, sieht man Samus nachher im Bikini. Die erste nackte Frau meines Lebens. Also, was heißt nackt? Die erste Frau in Unterwäsche. Hey, ich wollte eigentlich nur anfangen. Statt, ja, Englischtext, ich kann es ja nicht ändern, ne? The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Ah, da wäre eine Erinnerung wach. Keins der weiteren Metroid-Teilen, die je erschienen sind, konnte an das hier anknüpfen. Auch die Prime-Reihe nicht. Bin mal gespannt, wie das neue wird. Nintendo ist ja eins am Entwickeln. Steht auch ganz oben auf meiner Muss ich wieder durchspielen Liste. Nur so wenig Zeit und so viele Games zu zocken. Auf Ceres. Ceres mit einem Planet am Saturn, also ein, was heißt Planet, ein Mond des Saturns, Ceres, ne? Das hatte mir damals als Kind nichts gesagt, aber ich bin sicher, es ist ein Mond vom Saturn, ein Saturnmond. Oder? Was ist ein Marsmond? Ist doch egal. Irgendein Mond. Vielleicht kann mich in den Kommentaren jemand eines Besseren belehren, welcher Mond es war. Jupiter, Mars. Ich glaube Jupiter. Ceres ist ein Jupitermond, oder? Muss ich nachher googeln. Space Colony. Hinein ins Abenteuer. Oh, wie geht denn das da noch? Ne, so springe ich nicht. Hier. Oh, yes. Es ist so, als würde man das allererste Mal spielen. Ne? Das habe ich tausendmal durchgezockt. Immer im Samus im Bikini am Fluss. Und jetzt weiß ich gar nicht, was die Tasten nicht drücken muss, um irgendwo hinzukommen. Ich weiß gar nichts mehr. Tote Wissenschaftler rum. Jetzt so ein bisschen Action. Ja, und jetzt? Oh oh. Hey. Oh, dumme Sau. Ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Blau, Samus. Ich eh schon halb tot, Otze. Wird sie es schaffen, der Serie-Station wieder zu entfliehen? Special Effects vom Feinsten. Ey, hör auf mit dem Dampfer. Hoch! Ab, schnell weg, bevor uns der ganze Laden um die Ohren feuert.
dann her. Cebes. Planet, naja, ist wohl kein Mond. Jetzt fängt die Party erst richtig an. So ein geiles Schiff. Scheint die falsche Richtung zu sein. Metroid üblich kann sie natürlich nichts außer schießen und laufen und sprengen aktuell. Das muss sie noch lernen. Wenigstens hat sie wieder volle HP. Das ist bewundernswert. Da kann man sich wahrscheinlich nachher durchrollen, aufspringen. Kann sie ja nicht aktuell. Vermutlich zumindest. Erstmal Upgrades suchen hier. Ne? Kommen wir auch nicht durch. Kommen wir nicht durch. Aber da. Da kommen wir auch nicht durch. Aber hier. Da kommen wir durch. Oder auch nicht. Direkt mal schön verarscht. Schöne Atmosphäre. Toll gemachtes Settings. Einfach geil. Das ist eins der besten Spiele, die es jemals gegeben hat. Immer noch. Zeitlos. Abwärts, Samus. Komm. So geht's. Dum, 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 dum. Super, bin ich schon wieder falsch gelaufen, aber gibt's ja zwei Wege und ich gehe immer den falschen. 50% Wahrscheinlichkeit, den richtigen Weg zu finden. Morphing Ball, geht doch. Jetzt können wir uns in eine Kugel verwandeln. Ja, ja. Was geht denn das nochmal? Ah, einfach runterdrücken, ne? Also ich weiß trotzdem nicht, wie ich hier rauskomme. Ich schieße erstmal Dinge um den Haufen. Wenn das überhaupt geht. Nein, geht nicht. So, jetzt haben wir es geschafft. Sehr schön. Würde ich mal behaupten, mit meinen gelassene Impressionen, weil das ist ein Spiel, da braucht man Zeit und Geduld. Ist ja eigentlich gar kein gutes Let's Play-Material. Machen wir jetzt mal Pause und gehen direkt zum nächsten Spiel über. Solltet ihr auf jeden Fall mal zocken, gezockt haben, wie auch immer. Ganz wichtig. So, Punch-Out ist klar. Haben wir letzte Folge schon gemacht. Dann haben wir jetzt Final Fantasy 3. Was eigentlich schon falsch ist, der Name. Es ist ja gar nicht Final Fantasy 3, das ist ja Final Fantasy 6. Oder? Ich sage jetzt nichts Falsches. Ist es Sex mit Kefka? Bin ganz sicher. Im Englischen heißt es halt Final Fantasy 3, weil einige Teile ja nicht veröffentlicht sind. Ja, es ist Sex. Da würde ich auch nur kurz reinschnuppern, dass es jetzt anzuspielen richtig macht. Also, weit zu spielen macht gar keinen Sinn. Das ist ein so umfangreiches, gigantisches Rollenspiel.
mit eins der besten Final Fantasy Teile. Ich habe sie alle gespielt, von vorne bis hinten, und das ist wirklich ein Highlight. Geile Story, Magic Tech, Summons, was will man mehr, und Kefka mit seinem... Gab es, glaube ich, auch so in Europa noch nie. Das erste Mal. Gab es ja schon auf diversen PlayStation- und Handyspielen, oder? Als Super NES-Release, ja. Aber sonst gab es das schon öfters. Ich hatte mal die Final Fantasy Origins Collection für PlayStation 1. Ich glaube, die hat sogar noch hier rumstehen. Da waren 1, 2 und 3 drauf. Und dann gab es auch 4, 5 und 6 für PlayStation 1 schon. Square Enix hat das ja relativ oft alles verwurstet und neu rausgebracht. Da sind sie gerade sehr sparsam drin. Aktuell gibt es übrigens Final Fantasy 9 für die PlayStation 4. Auch ein geiles Game. Die sind alle geil. Obwohl 8 ist das Beste. Auch wenn ich mich da weit aus dem Fenster lehne, Final Fantasy 8 ist der beste Teil. 8, 10 und dann 7. Ist so. Aber 8, 7, 10. Okay, 8, 7, 10. Und dann 6. Ich denke, die meisten kennen das Spiel ja, aber haben schon gespielt. Ist aber immer wieder wert, es nochmal zu zocken. Definitiv. Ist so ziemlich alles dabei, was die Final Fantasy Serie ausmacht, von Moogles über bestimmte Summons, die jeder kennt, und Zaubersprüche, und die Serie sehr geprägt. Komm, ja. Ein, zwei Fights müssen wir machen. Wenn wir schon hier sind. Sieht aber böse aus, ne? Dann, oh, was, eine geile Mucke, oder? Wedge und Bix, oder? Wedge und Bix. Die zwei Star Wars Charaktere. Zack. Schon Blatt. Schön mit dem Magic Tech Beam weggeröstet. So muss das sein. Oh, jetzt kommen noch ein paar Hunde. Oh, komm mal her. Da. Geile Kampfmucke. Ice Beam, Heal Force, Bolt Beam. Oh, aber Bolt Beam. Dann haben wir noch ein Ice Beam raus. Der Lobo. Klatsch. Schön aufs Maul. Oh, 500 fast, ne? Hätte man die Dinger die ganze Zeit, wohl nachher sind sie auch unnötig, ne? Nachher die können damit schon, ne? Nur am Anfang. Ganz traurig an dem Spiel ist übrigens, dass es geplant war, das Spiel wesentlich umfangreicher zu gestalten. Nur irgendwie hatte sich Nintendo quergestellt, das große, also das größte Modul freizugeben. Es gab ja verschiedene Speichergrößen an Super NES-Modulen. Nintendo hatte sich aus irgendeinem Grund geweigert, da Squaresoft damals noch das größte Modul freizugeben. Ja, so ist es leider geschnitten worden. Ich glaube, das war auch mithin ein Bruch, der Grund für den Bruch zwischen Squaresoft und Nintendo. Eigentlich war Final Fantasy 7 ja für das Nintendo 64 in Entwicklung. Wurde aber halt abgebrochen, aufgrund eines Streits oder Missstände. Ich denke, Final Fantasy 6 war oder zumindest mal der erste Auslöser davon. So ganz sicher bin ich mir da aber nicht. Oh, was sind aber riesen fette Wombats. Wie heißt die? Fomamot. Fomamot. Okay, Fomamot. Wie ist beliebt?
Und gar keine Chance, immer noch viel Zeug. Ja, jetzt aber ein Let's Play zu gestalten, dass das Spiel sich voll entfaltet, da hätte ich vielleicht schon mal vorlegen sollen. Habe ich aber nicht. Daher verabschieden wir uns hier. Mama Winke Winke. Winke Winke. Geht zum nächsten Spiel über. Donkey Kong und Kirby's Dream Cross. Nein, Kirby. Also ich hasse Kirby. Sorry, wenn ich hier draußen nicht mehr vor den Kopf stoße, aber ich hasse Kirby. Dieses kleine rosa Tricksvieh. Aber Donkey Kong ist geil. Es gehört auch zu den Spielen, die ich zwar gerne zocke, aber die ich nicht kann. Also die kann ich wirklich überhaupt nicht. Ich zocke das gerne mit meiner besseren Hälfte und also mit Edwin und die macht mich da so fertig. Das ist unheimlich, ne, wie die mich da übers Leder zieht. Die ersten paar Levels, die kann ich einigermaßen. Das kriege ich hin. Ohne großartig aufzusterben. Wird nur so später, so ab den Aztekenminen oder an diese Hamster, diese Wombats oder was das immer sein sollen. Diese Viecher hier, die laufen dann nachher in ihrem Hamsterrad. Ich hasse diese Level. Und immer mit Didi spielen. Warum? Weil Didi schneller. Kommt zwar nicht so viel Gewicht auf die Waage. Oh, ist der Ballon schon weggeflogen. Trotz. Kurze. Oh, ist noch einer, ne? Den kann ich jetzt auch vergessen. Ja. Geh weg. Und nein, ich weiß nicht mehr alle Secrets. Woher da? Oh, jetzt bin ich auch noch drauf. Ich halte es nicht aus. Noch Didi drauf, ne? Juhu. Ich weiß nur, wenn man ein Level beendet, ist am Ende des Levels ein Ausrufezeichen, hat man alle Secrets in dem Level gefunden. Da ist noch, das wusste ich noch. Oh. Ja, da kann ich dich zurecht schämen, Donkey Kong. Oh. Nee, da war nichts mehr. Hey, er hat Level geschafft, ich bin ja da. Könnte das wirklich ein Let's Play Video von mir werden, wo ich nicht maßlos sterbe? Kann das sein, oder? Gibt's immer mehr. Ich sterbe immer. Da ist Didi. Alter Comanche. Wenn es Donkey Kong Country 2, ne, der zweite Teil, der bessere Teil. Also mit Dixie und Didi, glaube ich, ne? Ist der bessere Donkey Kong Teil. Also, das ist schon ein richtig guter, der erste, aber Rare hat es geschafft, sich selbst zu perfektionieren mit dem zweiten. Der dritte habe ich jetzt nicht dazu gesagt, der war eher so, näh. Oh, ich lach voll in den Vieren, ne? Ich bin gestorben. Im zweiten Level. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Gerade wo die Musik so gut gern ist, ne? Kratz ich voll. Ab. Nee, ich will mit Didi spielen. Klatsch ab. Die Mucke ist der Hammer. Da hat sich Rare auch selbst übertroffen.
Und noch ein Leben abgerast. Jawohl, zweite Level geschafft. Wird doch was. Ja, ich muss mich langsam immer mehr konzentrieren. Denn ich spiele halt wirklich wahnsinnig gerne, aber ich kann es einfach nicht. Ich baue immer so viel Scheiße in den Spiel, das ist der Wahnsinn. Bananas! Schön abgeräumt. Am Anfang machen diese selbstschießenden Fässer ja noch richtig Spaß, aber nachher, wenn es tricky wird, wenn man den Schuss noch timen muss, dann wird's ätzend. Oder Lorenwahnsinn. Es gibt so manche Loren-Levels da. Also. Da möchte man wer verklagen auf Schmerzensgeld. Das Secret wüsste ich gar nicht mehr. Noch auf dem Reifen. Kriegt man noch was Spezielles, wenn man alle Bananen eingesammelt hat? Dann halt eben nicht. Ich dachte, das ist halt ein bisschen großzügig hier. Dann ist man noch so. Wie heißt denn der nochmal Iggy? Ne, Iggy war ein Gegner aus Mario, oder? Na, noch ein Leben. Und Exit. Sehr schön. Mal gucken, ist dann Ausrufezeichen? Nee, das ist nicht mal andersweise Ausrufezeichen. Das heißt, wir haben damals alle Secrets entdeckt. Auch ein Unterwasserlevel. Ich wechsle jetzt mal zu Kirby. Zu meinem kleinen rosa Drecksplüschkügelchen. Also, ich weiß nicht, was die Leute an Kirby's Spiele finden. Also, ich finde es abartig. Kirby's Dream Course. Bäh. Gibt ja hier noch ein Kirby-Spiel drauf, das ist so eine Spielesammlung. Ich find's absolut. Ja, mach halt irgendwas, ist mir egal. Ich will's gar nicht spielen, aber ich will euch ja alle Spiele zeigen, die drauf sind. Was soll denn das da? Ist das wirklich noch Golf spielen oder was? Ihr seht schon, das ist. Ja, nicht wohl's eingelocht, ne? Am besten wollen wir hart rum. Mit dieses Loch auch drauf. Hey. Auf zum nächsten Level. Ja, ihr seht schon, da muss man halt, ne, die Gegner kaputt machen und dann, falle ich den Rand runter und Kirby tot. Oh. Tomatoes. Kommt, gibt's ja eigentlich. Ja. Ja. Ein Player, Playkurs. Kann man halt, ne? Also ich weiß nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, was man daran im Spiel so toll findet, warum es interessant findet. Ich finde es absolut. Wenn es einem Spaß macht, bitteschön, mir nicht. Und daher bin ich raus. 4 Spiele in einem Video reichen vollkommen. Daher. Was das für heute für mich? Es geht aber nächstes Mal weiter mit Earthbound, Yoshi's Island und ja. Und noch ein Kirby. Ach ey. Echt jetzt. Ja, also Earthbound, Yoshi Island, Super Mario RPG und Kirby Superstars. Ach, Games in One. Ne? Ja, super. Echt super. Gut, bis zum nächsten Mal. Bye.